Wo stehen wir denn ganz generell bei der Barrierefreiheit in Deutschland? Deutschland ist Weltmeister darin, behinderte Menschen grundsätzlich auszusortieren. Da habe ich nur Kartoffeln geschält fürs Mittag oder jeden Tag das Gleiche gemacht. 10% der Gesellschaft hat eine Behinderung, aber nicht jeder Zehnte in unserem Freundeskreis ist behindert. Du hast am Anfang das Gefühl, dich gucken alle an. Ja. Also komplett diese Blicke, und du merkst auch, und wenn du dann mal überprüfst und guckst, ja, die gucken dich immer noch an. Bei mir schwingt ja auch mit, wie begegne ich ihm, knie ich mich hin, wenn ich guten Tag sage. Das ist vielleicht so eine deutsche Absicherungsmentalität. Genau, aber das heißt ja, dass behinderte Menschen Gefahr bedeuten. Und das ist ja falsch. Ich bin Stefan Ganz, geboren in Südthüringen. Ich bin weiß, männlich, heterosexuell und habe 3 Kinder. Und für diese Reihe möchte ich herausfinden, wie bunt ist Mitteldeutschland? Wie vielfältig ist das Leben hier? Dafür treffe ich Menschen, die anders sind als ich. Ganz anders. Heute treffe ich Menschen mit Behinderung. Was für ein schönes Haus. Und jetzt ein Inklusionshotel. Ja, wir haben ein barrierefreies Hotel geschaffen, aber dadurch natürlich auch Inklusion für Mitarbeiter geschaffen. Das heißt, im Ausbildungsrahmen, im Praktikarahmen, im versicherungstechnischen Rahmen, das heißt, als richtig Angestellter. Man kann hier natürlich arbeiten als inkludierter Mitarbeiter. Und sich begegnen. Und sich begegnen. Das ist eigentlich das Wichtigste und das Hauptaugenmerk als Gast und als Mitarbeiter. Seit dem Frühjahr 2021 hat das Hotel 1601 in Treffurt in Thüringen geöffnet. Michael König ist der Chef hier. Boah, schick. Und groß ist das. Ist schon echt ein ziemlich pompöses Zimmer. Ein Freund von mir ist der Matthias Garf, ein Künstler aus Leipzig. Und der macht aus allem, was er so findet, Tiere quasi. Und das hat den einen Vorteil, wir haben moderne Kunst, die keiner drin hat. Und der nächste Vorteil, Inklusionshotel. Das heißt, wir wollten keine Nummern haben. Wir wollten eigentlich wirklich nur irgendwas finden, wo wir unseren Inklusionsmitarbeitern sagen können, du, wir treffen uns im... Und dann können wir jetzt sagen, wir treffen uns im Schwan, wir treffen uns in der Katze. Genau, die Kohlmeise muss gemacht werden. Damit kannst du ganz anders assoziieren, als gehen die 21. Das bleibt... eher hängen. Ja, und vor allem, manche können auch keine Zahlen. Ja, Und da ist das eine ganz simple Sache. Und wir haben halt festgestellt, dass die Gäste es halt auch total toll finden. Ja. Weil es merkt sich auch einfach, wie oft stehst du vor dem Hotelzimmer, welche Zimmer hatte ich? Hatte ich 21, 22 und Schwan ist klar. In diesem Hotel arbeiten 3 Menschen mit Behinderung und 3 ohne Behinderung. Damit ist die Mindestvoraussetzung für einen Inklusionsbetrieb in Thüringen erfüllt. Bei den Gästen ist das Verhältnis noch nicht ausgeglichen. Nur rund 10% waren in der ersten Saison behinderte Menschen. Du selbst sitzt ja im Rollstuhl und kennst so auch die Perspektive. Wie wichtig ist es denn, dass es so einen Betrieb gibt, wo Menschen mit und ohne Behinderung zusammenkommen? Ja, grundsätzlich total wichtig. Und ich finde, es sollte grundsätzlich erstmal gar keine Rolle spielen, ob Menschen mit Behinderung oder ohne Behinderung. Natürlich gibt es immer... muss man gucken, ob es passt. Aber das ist ja bei, sage ich mal, diesen Ansprüchen normalen Menschen auch. Es muss passen, im Berufsleben quasi. Ja. Bei Behinderten oder Barrieren ist ja immer noch die Barriere das Problem. Ja. Und da müsste vielleicht mehr gemacht werden, weil es man von vornherein eigentlich schon Gebäude so herrichtet, dass Leute mit Rollstuhlbehinderung quasi da sein können oder arbeiten können quasi. Ne? Wie weit sind wir da hinten dran in Deutschland? Ziemlich weit. Echt? Glaube ich, ja. Und wenn man ein Restaurant hat und man hat die Auflage, eine barrierefreie Toilette zu haben, warum macht man dann ein Lager draus, wo keiner reinkommt? Und ist dann das muss so, erstmal, muss erstmal eine Viertelstunde leergeräumt werden. Ach, da sind die Putzmittel drin oder? Alles. Da kommt man gar nicht mit dem Rollstuhl rein quasi. Und dann sagt, ach so, warten Sie, ich räume es mal schnell aus. Das geht nicht. Also das ist einfach, das geht nicht. Das ist eine Geringschätzung ja auch. Das ist eine Geringschätzung, genau. Und das, da merkt man schon, wie es ist. Und das würde in Schweden nicht passieren und auch in Amerika nicht passieren. Wie schätzt das dieser Mann ein? Raul Krauthausen, Deutschlands bekanntester Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit. Und unser Experte.
Er wurde mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet, bloggt, podcastet und engagiert sich in unzähligen sozialen Projekten. Bei allem, was er anpackt, hat er ein Ziel: behinderte Menschen in die Mitte der Gesellschaft holen. Wir nicht behinderten Menschen tendieren dazu oder haben lange Zeit das Wort Menschen mit Handicap benutzt. Das ist aber nicht ganz richtig, wenn ich das richtig verstanden habe. Menschen mit Behinderungen ist korrekt, oder? Warum? Welche Schattierungen gibt es da? Ja, ich weiß nicht so genau, wo das herkommt, aber es scheint irgendwie bei vielen nicht behinderten Menschen das Gefühl zu geben, dass man das Wort Behinderung, behindert nicht mehr sagen sollte. Weil es auch auf dem Schulhof manchmal Weil es auf dem Schulhof vielleicht als Schimpfwort gebraucht wird oder weil man sich irgendwie unwohl fühlt. Man hat so ein Beklommenheits-, Betroffenheitsgefühl, ein Kloß im Hals, wie auch immer. Und versucht dann mit euphemistischen Begriffen das irgendwie schön zu beschreiben. Ja. Handicap, andersbegabt, herausgefordert, eingeschränkt, was auch immer. Aber Mensch mit Behinderung trifft es. Die Behindertenbewegung fordert eigentlich, dass wir dann sagen, behinderter Mensch, weil behinderter Mensch offen lässt, ob die Person mit Behinderung behindert wird oder ob sie behindert ist. So, dass ein doppelter Sinn da drin steckt. Heißt, aktuell sitzen wir beide, wir beide können ein Interview führen. Ja. Das heißt, es liegt gerade keine Behinderung vor. Ja. Wenn wir jetzt aber uns hier treffen würden und es gäbe auf die Dachterrasse keinen Aufzug, dann werde ich behindert. Wenn wir jetzt beide ein Wettrennen machen müssten, dann bin ich behindert, weil ich wahrscheinlich nicht so schnell bin wie du. Aber vielleicht ist der Rollstuhl schneller als ja, ich. Ja, leider nicht. Wo stehen wir denn ganz generell bei der Barrierefreiheit in Deutschland? Das ist das Problem, dass die Deutschen immer glauben, sie hätten den eingebauten Weltmeister in jeder Kategorie. Weil wenn man sie dann damit konfrontiert, dass Deutschland innerhalb Europas hinteres Mittelfeld ist, tut es den Deutschen irgendwie weh. Deutschland ist Weltmeister darin, behinderte Menschen grundsätzlich auszusortieren. Also in Fördereinrichtungen, Förderschulen, Behindertenwerkstätten, Behindertenheimen. Dass nur die Hälfte der Menschen mit Behinderung überhaupt in ihren eigenen vier Wänden wohnen. Ja. Ja. Die andere Hälfte wohnt in Einrichtungen. Das ist ein ganz schön hartes Zeugnis. Ist aber leider die Wahrheit. Und ist sicherlich auch dem geschuldet, dass wir in Deutschland eine, ich nenne es immer, Wohlfahrtsindustrie haben. Die ganze Pflegeindustrie, die an solchen Einrichtungen verdient, ist das der Punkt? Genau, und denen es um die Auslastung geht. Ne? Also dass dann letztendlich, keine Ahnung, die Lebenshilfen und Caritasen Deutschlands einfach auch Werkstätten betreiben, wo behinderte Menschen dann eben für weniger als den Mindestlohn arbeiten müssen. Und dann gleichzeitig aber für Volkswagen Warndreiecke verpacken. Und da stimmt ja dann was nicht, wenn dann die Wirtschaft davon profitiert, dass behinderte Menschen billige Arbeitskräfte sind. Das St. Johannes-Stift in Ershausen in Thüringen. Das hier ist der Mutterbetrieb des Inklusionshotels, ein Wohn- und Arbeitsort für Menschen mit geistiger Behinderung. Die klassische Werkstatt für behinderte Menschen, wie sie es hier ja auch gibt und wie man das so kennt, ist ja eher so eine abgeschlossene Einheit. Ja. Wie wichtig ist es, dass das Hotel gibt, wo das Konzept ja ganz anders ist? Ist ja eher so miteinander. Genau, und da bricht es auf und das finde ich gut. Und ich glaube, das war auch der Ansatz vom Stift, das aufzubrechen, dass man hier mal sagt, man geht auch raus und man ist mehr an die Öffentlichkeit, sage ich mal, weil wir sind ja dann auch, unsere Mitarbeiter sind ja auch, sage ich mal, in der Öffentlichkeit, sind ja draußen, sind ja aus diesem Bereich. Ja. Und das ist schön und wichtig. Und ich glaube, wenn ich so unsere Mitarbeiter von hier immer spreche, der Kontakt von nach außen ist halt auch schön für die. Im Hotel müssen die Zimmer gereinigt werden. Ich helfe Luisa Marlin Schäfer und Anne Hagedorn. Luisa hat eine geistige Behinderung und lebt in einem Wohnheim des Johannesstifts. Ihre Arbeit hier im Hotel nimmt sie ausgesprochen ernst. Und die Seiten auch. Und die Seiten. Ah. Habe ich gemacht, aber sieht nicht so aus, ne? Nein. Was ist am schönsten? Was macht dir da am meisten Freude? Also? Dass wir immer ein gutes Lob kriegen, Anne und ich, wenn wir die Betten gemacht haben. Also ich mache mit Anne, Anne ist meine Ausbilderin. Ach, du bist in der Ausbildung gerade, Und wie viele Tage bist du hier und wie viele Tage bist du in der Schule? Also Mittwoch
Donnerstag und Freitag bin ich hier, ja. Montag und Dienstag in der Schule. Was macht mehr Spaß, Schule oder hier? Hier. Und wenn du die Ausbildung dann fertig hast, was ist dann dein Wunsch? Was ist dann dein Ziel so? Dass ich hier weitermache. Hast du vorher schon mal was anderes ausprobiert? Also ich war ja in Ernsthausen. Ja. In der Küche. Was ist besser, Küche oder Hotel? Hotel, weil in der Küche, da habe ich nur Kartoffeln geschält fürs Mittag oder jeden Tag das Gleiche gemacht. Ach so, okay. Nennt das langweilig auf Dauer, ne? Ja. Ja. War das Stress? Ja. Ja. Und hier mache ich ja was anderes immer. Und wie wichtig ist es, dass du mit Menschen zusammen bist, die keine Behinderungen haben, dass man zusammenarbeitet? Oder ist das egal? Egal. Das Zimmer ist sauber. Zeit, den Rest des Teams kennenzulernen. Wie erlebst du das miteinander mit den Gästen? Weil also ich habe es richtig verstanden, du kannst nicht ganz so gut sprechen wegen deiner Behinderung. Du schreibst es auf und gab es schon immer jemanden, der gemotzt hat irgendwie oder so? Immer zufrieden, das ist schön, ja, ja. Kannst du Menschen was mitgeben, die wenig mit Menschen mit Behinderung zu tun haben, was du vielleicht hier gelernt hast in der Begegnung? Wie soll ich das sagen? Ja, ich habe, also wie soll ich das erklären? Vorher hatte ich ja nichts mit Leuten, die eine Behinderung haben, zu tun gehabt. Ja. Und bin auch nicht auf die zugegangen, wenn ich sie gesehen habe. Oder jetzt, ja. Also ich komme ganz normal mit denen genauso klar, wie auch mit normalen Menschen, die jetzt keine Behinderung haben. Und ich finde es auch sehr wichtig, dass wir die genauso respektieren wie normale Menschen. Ja. Und nicht irgendwie in eine Schublade stecken und die anderen in eine, sondern wir sind genau gleich. Ja, genau, wir sind alles Menschen. Wir sind alles Menschen, genau. Ja. Ein schöner Gedanke. Aber gleichzeitig war das für mich eine total ungewohnte Situation. Ich muss ehrlich zugeben, bei mir schwingt ja auch mit. Wie begegne ich ihm? Knie ich mich hin, wenn ich guten Tag sage? Welche Worte wähle ich? Da steckt auch ein bisschen, steckt da Scham drin? Ich weiß es nicht, aber Vorsicht in jedem Fall. Erstmal ist es ja gut, dass man vorsichtig ist und weiß, okay, da gibt es irgendwie Fettnäpfchengefahr. Allerdings können wir uns die Frage stellen, warum sind wir unsicher? Ja. Und wir sind deswegen unsicher, weil wir in unserer Jugend, in unserer Kindheit, das Zusammenleben mit Menschen mit Behinderung nie gelernt haben. In meinem Umfeld gibt es keinen einzigen Menschen mit Behinderung. 10% der Gesellschaft hat eine Behinderung. Also 7 bis 8 Millionen Menschen in Deutschland. Genau, aber nicht jeder Zehnte in unserem Freundeskreis ist behindert. Ja. Das heißt, wir können uns die Frage stellen, wo sind die alle? Ja. Und die sind in dem System der Aussortierung. Ja. Das heißt, sie sind in Förderschulen. Ja. Und in Förderschulen sind sie dann alle. Ja, da ist eine ganze Klasse mit Kindern mit Behinderung. Ja. Würden wir die aber aufteilen auf alle Regelschulen in Deutschland, dann wären es vielleicht maximal ein Kind pro Klasse. Und dann, wenn dieses eine Kind pro Klasse wäre, dann hätten ja alle anderen nicht behinderten Klassenkameradinnen von Kindesbeinen an den Umgang mit Behinderung gelernt. Und gleichzeitig wird aber auch immer gesagt von vielen LehrerInnen, auch an Regelschulen, dass sie für die Betreuung oder Unterrichtung von behinderten Kindern nicht ausgebildet sind. Und auch das ist eigentlich ein Argument, um bloß die Komfortzone nicht verlassen zu müssen. Weil Eltern von behinderten Kindern vorher ja auch keine Ausbildung hatten. Also woher kommt die Idee, dass wir immer erst selber eine Ausbildung haben müssen, um behinderte Menschen in unserem Umfeld haben zu können? Vielleicht so eine deutsche Absicherungsmentalität. Genau, aber das heißt ja, dass behinderte Menschen Gefahr bedeuten. Und das ist ja falsch. Das heißt, wir müssen eigentlich eine Kultur haben, in der wir aufeinander neugierig sind, in der wir voneinander auch lernen wollen, egal ob Mann, Frau, behindert, nicht behindert, weiß, schwarz,
sondern dass wir einfach neugierig bleiben. Das hier ist der Rückzugsort von Michael König. Ein guter Platz, um über seine ganz persönliche Geschichte zu sprechen. Vor rund 20 Jahren ist er im Bad gestolpert und mit dem Kopf auf die Badewanne gefallen. Genickbruch und inkomplette Querschnittslähmung war die Diagnose. Da war er gerade Mitte 20. Wie sah es denn aus mit der Akzeptanz der Gesellschaft für Menschen mit Behinderungen? Mhm. Also, man hatte ja vermutlich nicht mehr so viel zugetraut, auf dem Arbeitsmarkt zum Beispiel. Wie ja, war das? Naja, man möchte gerne, so war das früher zumindest, weiß nicht, wie es jetzt ist, aber in die Erwerbsunfähigkeit gedrängt werden. Also Erwerbsunfähigkeitsfähigkeit. So hast du das gespürt? Ja, also eine Umschulung wollte ich gerne haben, weil ich ja meinen Beruf nicht mehr ausüben konnte als Kaufmann im Einzelhandel. Keine Chance. Also da musste ich echt kämpfen beim Arbeitsamt. Wir haben wirklich gesagt, zu jemand, der unter 30 ist. Ja, es wäre schön, wenn sie in eine Erwerbsunfähigkeitsrente gehen, ja. Was ist denn das für eine Perspektive? Keine. Also keine, du kommst ja nicht mehr raus. Ja. Und ich meine, man ist ja ein junger Mensch. Du bist ja trotzdem noch fähig hier für das Land und für dich, sag ich mal, noch was zu tun, ne? Also ja, gesellschaftlich. Wie lange hast du gebraucht, umzuschalten vom Schock auf ich gehe jetzt voran? Nicht lange. Warum auch immer. Also ich frage mich heute auch noch, warum das nie passiert ist, dass ich da... Ja. Man, natürlich nach ein paar Tagen hat man vielleicht auch mal geweint im Bett, klar, aber... Ja. Dann gab es die Phase nicht mehr. Also das war irgendwann mal, war das für mich, man muss kämpfen. Also man muss die Dinge sehen, die man machen kann und nicht die Dinge sehen, die man nicht mehr machen kann. Ja. Und dann muss man loslegen, ja. Wie hat sich der Blick auf dich geändert mit dieser Behinderung? Na gut, das müsstest du ja theoretisch andere fragen quasi, aber du nimmst ne? ja was wahr. Aber ich nehme was wahr, genau. Ja. Und also, sag mal, wenn ich als Außenstehende, also Leute, die mich nicht kennen, ja, das hat mich am Anfang total extrem genervt. Das war sogar das Schlimmste. Ja. Also muss ich ehrlich zugeben. Ja. Die Leute, du hast am Anfang das Gefühl, dich gucken alle an. Ja. Also komplett diese Blicke. Und du merkst auch, und wenn du dann mal überprüfst und guckst, na ja, die gucken mich immer noch an. Ja. Und das muss man lernen, damit umzugehen. Das Mitleid oder dieses... Ja, das Mitleid ist Bewunderung, wie auch immer. Das sind Blicke. Ein Blick ist immer anstrengend, wenn du immer den Fokus auf dich hast. Ne? Ob das positiv oder negativ ist, glaube ich. Und das musste man oder musste ich lernen. Das hat mich richtig genervt am Anfang. Ja. Bist du jetzt weg vom Hadern über das Schicksal? Ach klar, schon lange. Schon lange. Ja, ich finde sogar... Vielleicht hat sich das aus der Not herausgeboren, das ist auch was Positives. Das war schon, man ist so in der oder in Eisenach, wenn man dann im Skateboardladen arbeitet, im Snowboardladen, du bist halt schon so ein kleiner arroganter Vogel. Und das hat mich extrem geerdet. Und das hat echt, mich, ja, und ich habe das Gefühl, das hat mich auch teilweise zu einem anderen, vielleicht besseren Menschen gemacht. Wirklich? Wenn ich was Positives drin sehen will, ja, wirklich. Ja, ja, wirklich. Ja. Ja. Also ich finde mich jetzt so, wie ich jetzt bin, gut. Und wer weiß, vielleicht wäre ich ein richtiges Idiot geworden, weißt du? Krass. So sehe ich das. Das ist natürlich auch, kann das auch für einen selbst natürlich auch eine Begründung sein, warum man drin und damit man das Gute sieht, aber ich habe das und deshalb habe ich das gesehen. Ja. Und wenn ich jetzt sage, boah, das hast du selbst gebaut und das im Rollstuhl, ist das jetzt ehrliche Bewunderung oder fängt da schon so Diskriminierung an und Geringschätzung? Kannst du mich schon bewundern dafür. Ja. Ich werde gern bewundert. An diesem Tag habe ich ein Stück weit Neuland betreten, denn bisher hatte ich kaum Kontakt zu behinderten Menschen. Am Anfang hatte ich Berührungsängste, aber je länger ich hier war, desto mehr ist die Behinderung in den Hintergrund getreten. Vielleicht kann ein Projekt wie dieses Hotel helfen, behinderte Menschen endlich sichtbarer zu machen. Danke fürs Zuschauen. Es gibt natürlich noch mehr Menschen, die ganz anders sind als ich. Die ganze Reihe gibt es hier.